Gehörte dieses Gebäude ebenfalls zum Schlossbereich. Und zwar im 18. Jahrhundert war das das sogenannte indianische Vogelhaus. Das heißt, August der Starke hat hier exotische Vögel gehalten. Es gab einen Straußenzwinger, wo man von einer Afrika-Expedition Straußen bis nach Moritzburg geschafft hat, die dann hier oft weiterhin noch einige Jahrzehnte gelebt haben. Und erst 100 Jahre später, also Anfang des 19. Jahrhunderts, wurde das Haus dann verkauft. Also der Hof hat es verkauft und es kam in bürgerlichem Besitz. Und um einen Sprung zu machen, Ende des 19. Jahrhunderts kam es dann in den Besitz der Grafenfamilie zu Münster, die also wichtig waren für Moritzburg, als dass sie das große Gestüt leiteten. Wir haben ein großes Landgestüt hier, das sehr erfolgreich ist bis heute. Und drei dieser Generationen hintereinander von Münsters haben also das Gestüt geleitet. Ja, also da war immer eine Verbindung. Und da sind wir auch schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Da hat man zur 24. die Fürstenabfindung. Und im Zuge der Fürstenabfindung kam Schloss Moritzburg und die ganzen umliegenden Areale, Teiche, Wälder kamen zurück zur Familie der Wettiner. Und der Prinz Ernst Heinrich von Sachsen ist 1933 sogar hier nach Moritzburg gezogen. Das war bis dahin ein Jagdschloss, wo man nicht ständig wohnte. Er zog also nach Moritzburg mit seiner Familie. Und Bedingung in der im Vertrag mit Sachsen war, dass er das Schloss Moritzburg an mindestens 150 Tagen im Jahr öffentlich zugänglich machte. Das heißt, er war der erste Museumsgründer mit einer neuen Konzeption. Und er war Sammler, unter anderem Meißner Porzellan, aber auch Verwalter der Wettinischen Grafiksammlung und selbst passionierter Sammler, auch moderner, damals moderner Grafik. Und so kam es dann, dass er 1943 auch mit Käthe Kollwitz bekannt wurde in Berlin. Er besuchte sie also in Berlin in ihrem Atelier. Das werde ich dann oben nochmal in den Räumen erzählen. War das Zufall? Nein, das war kein Zufall. Also er, wie gesagt, er sammelte alles Mögliche. Er sammelte expressionistische Grafik, aber eben auch Käthe Kollwitz und wollte sie kennenlernen und das hat dann geklappt und aus diesem Besuch entwickelte sich dann eine Einladung nach Moritzburg. Das werden wir dann oben in den Räumen noch genauer sehen. War ja sehr großzügig. Ja, aber vielleicht wundern Sie sich, wie das Gebäude an sich hier aussieht, diese langgestreckte Form. Das ist also tatsächlich noch die Form dieses alten Vogelhauses. Als Käthe Kollwitz hier dann lebte, waren also im Erdgeschoss Küchenbereiche untergebracht und einige wenige Wohnräume. Die Küche wurde auch gemeinsam benutzt von verschiedenen Leuten. Hier lebte die Gräfin Ida zu Münster als alleinstehende Dame und hat also viele Flüchtlinge aufgenommen. Ach, ja. Also zum einen eben die aus dem Osten kamen, aber auch vor allem Frauen. Ja. Zufälligerweise war da auch eine Schülerin von Käthe Kollwitz mit dabei. Das passt also ganz gut. Und der Prinz Ernst Heinrich hatte das dann vermittelt, dass also Käthe Kollwitz hier aufgehängt hat. Ja, ja. Ja. Und
Käthe Kollwitz bezog dann zwei Räume im Obergeschoss, die wir dann gleich sehen. Okay, ja. Freue ich mich. Wenn mich bitte jemand auch noch ein bisschen mit der Zeit unterstützt, ja. Ich habe meistens dann kein Gefühl für Zeiträume. Ich bin 1945 und damals war Gräfin Ida zu Münster ja noch Wohnquartier. Und diese Räume wurden von an nicht mehr vermietet, sondern blieben so eingerichtet, wie Prinz Ernst-Heinrich das für Käthe Kollwitz arrangiert hatte. Und die Öffentlichkeit in Sachsen erfuhr aber erst im Juli 1945 vom Tod Käthe Kollwitz. Und die sächsische Landesregierung hatte damals dann festgelegt, dass die Räume nicht wieder vermietet werden, dass es eine Gedenkstätte wird, dass auch im Schloss eine erste, ja, 45, dass eine erste Ausstellung im Schloss durchgeführt werden sollte, was aber auch noch nicht ging, weil die Russen waren ja gerade erst raus und es war noch nicht aufgeräumt. Also das war erstmal vorbei, aber die Räume wurden tatsächlich erstmal eine Zeit lang, mindestens bis Herbst 45, so belassen und auch öffentlich gezeigt. Und erst aufgrund des Wohnraummangels hat man sich dann später entschlossen zu vermieten. Hier zogen neue Leute ein, jeder zu Münster wurde sozusagen rausgedrängt und zog dann nach Westdeutschland. Die Enteignung hatte ja stattgefunden, durch die Wohnreform war auch dieses Gebäude enteignet worden und man hat sie sozusagen dann aufgefordert. Zu gehen und ja, und das Haus wurde vermietet und so blieb es dann bis 1989. Und in der Zeit hat sich ein kleiner Freundeskreis gegründet von Moritzburger Bürgerinnen und Bürgern und hat einen Verein, also konnte man ja noch nicht sagen, also es war erst vom Kulturbund und dann ein eigener Verein nach der Wende, der versucht hat, die damals dann zwei die freigeräumten Räume von Käthe Kollwitz mit einer kleinen Ausstellung zu bestücken. Und wir haben die dann ehrenamtlich sozusagen an den Wochenenden geöffnet. Also die zwei Leute waren ausgezogen, die da wohnten. Und so ging das Ganze ganz klein los. Bis dann eben einige Jahre später der Dr. Möhle von der Kreissparkasse Köln dann genau. Aufschlug beim Bürgermeister und einen Vorschlag erarbeitet hat, gemeinsam mit der Gemeinde, dass man eine Stiftung gründen könnte, mit der Stiftung Denkmalschutz, mit dem Schloss Moritzburg. Ja, hilf mir, wer ist alles dabei gewesen? Wissenschaft und Kunstministerium war drin, die Familie Kollwitz. Genau. Oder Freundeskreis. Der Freundeskreis, also ein Gremium, was bis heute existiert. Und die Stiftung Denkmalschutz hat also die Finanzierung der Restaurierung des Gebäudes angeschoben, ne, und hat dann also vielleicht 1,2 Millionen durch den Denkmalschutz und dann nochmal 400.000er Freistand fürs Interieur. Ja. Also dass wir dann in der glücklichen Lage waren, 1995 zum Todestag Käthe Kollwitz, ist dann auch pünktlich die neue Gedenkstätte der Öffentlichkeit zu übergeben. Und bis heute, also wir haben jetzt 20 Jahre, 25 Jahre gemacht, kann man nicht mehr rechnen. Das ist schon so lange her. Letztes Jahr war leider wegen Corona nicht möglich, das feiern. Ja. So, und, darf ich nur noch einmal fragen, vielleicht habe ich jetzt irgendwas verpasst, weil ich ja auch sozusagen direkt hier drin bin. In der Zwischenzeit, bis sich Ihr Verein gegründet hat und sozusagen bis hier Menschen, Leute eingezogen sind, in der Zeit wurde gar nicht an Käthe Kollwitz erinnert, schon, aber also staatlicherseits. Staatlicherseits gab es seit 1955 eine Gedenkstätte im Schloss Moritzburg. Genau. Und, aber nicht hier im Haus. Nicht im Haus. Genau. Im Haus wurde dann eine Plakette außen angebracht, die heute noch hängt. Aber die eigentliche Gedenkstätte blieb im Schloss. Und das eben dann auch bis in die 90er Jahre. Ja. Und der Grafikbestand, also das war so, dass der arme Kollwitz, nee, der Hans Kollwitz damals noch, der Sohn von Käthe Kollwitz, 1955 eine Schenkung an das Schloss gegeben hat mit Grafiken, also ein Grundbestand. Ja. Und mit dem
Da sind auch einige Blätter hier noch zu sehen. Konnte dann dort die erste Gedenkstätte. Das gehörte zu meiner Fahrradtour. Ich bin ja in der Nähe groß geworden. Ah, ja. Und das war schon immer klar, hier ist Käthe Kollwitz. Also die Menschen wussten auch, die Ausländer. Ja, doch. Also sie hatten immer ein Problem. Es war bekannt, es gab auch Kundgebungen hier vom Haus. Und es gab ja das Grabmal. Aber es gibt das Grabmal ja am Friedhof. Sie wurde dann später exhumiert und nach Berlin geführt. Aber das Grabmal steht nach wie vor und wird gepflegt. Und es gibt ja auch noch den Gedenkstein in der Mitte des Ortes. Also es wurde eine ganze Menge gemacht für das Gedenken. Aber eben konnte man hier im Haus aus Wohnungsnot nicht. Darf ich denn mal ganz kurz gucken? Darf ich mich nicht mal anschauen? Aber bitte, deswegen sind wir hier. Nee, weil ich schon wieder weitergezogen. Entschuldigung. Also es ist so, bei der Restaurierung des Hauses dann von 1994, 1995 haben wir bewusst auch diese kleinen Räume beibehalten. Das wollte natürlich auch der Denkmalschutz, dass wir diesen wohnlichen Charakter des Hauses nicht verändern. Das bringt natürlich für Ausstellungsleute Schwierigkeiten mit sich. Zum einen durch die Größe. Sie sehen es, das ist also alles in kleine Kabinette unterteilt. Bis hin zu Licht und Klima. Das sind alles Dinge, die in denkmalgeschützten Gebäuden nicht so einfach zu bewerkstelligen sind. Und trotzdem, denke ich, haben wir eine ganz gute Lösung gefunden. Es ist ja auch immer mal nachgerüstet worden. Das Ganze ist jetzt etwas chronologisch geordnet. Wir haben also hier das Frühwerk von Käthe Kollwitz von ihrer Jugend in Königsberg angefangen bis in die Anfang 1890er Jahre, wo sie so ihre ersten Schritte auf dem Parkett macht als angehende Künstlerin. Und der Umzug nach Berlin dann 1891, wo sich mit ihrem Mann Karl Kollwitz dann in den Prenzlauer Berg zieht. Ja. Ja, das ist so hier dieser erste Raum. Was noch vielleicht zu erwähnen ist, sind diese Lesepulte. Dort liegen immer Tagebuch und ihre eigenen Aufzeichnungen aus dem entsprechenden Zeitraum aus, dass man auch ihre eigenen Worte zu den entsprechenden Themen und Zeiträumen lesen kann. Aus einer sehr sozial engagierten Familie. Und der Bruder war ja SPD-Mann auch. Und sie war also immer auf der linken Seite und hat ja auch betont, sie wünscht, sie könnte doch linker sein, aber das hat sie dann sich doch nicht zugetraut. Ja, also ihr ganzes Werk spiegelt eigentlich den Kampf zwischen den verschiedenen politischen Situationen, zwischen den Reibungen, die es in der Gesellschaft gibt, und sie versucht, ihren Platz zu finden, indem sie das alles darstellt. Und da gehören eben, wie hier zu sehen, diese Kinderzeichnungen ihrer eigenen Kinder dazu, wie eben die auch fremder Leute. Und dass sie immer die Armen dargestellt hat, hat sie auch selber kommentiert, dass sie das viel interessanter fand aus künstlerischer Sicht, also schon von Königsberg kommen, dass sie dort die Arbeiter am Regel beobachtet hat beim Ausladen der Kähne und sowas. Das fand sie spannend. Und sie sagt ja, der große Wurf, den großen Wurf hatte das Proletariat. Also das war einfach ihr Spannungsfeld, in dem sie sich befand und auch durch ihren Arzt, der ständig wieder, durch ihren Mann als Arzt ständig wieder hineingezogen wurde. Ja. Und das ging an ihr nicht spurlos vorbei. Tod und Krankheit. Ja, und was wir hier sehen, den Zyklus vom Weberaufstand, das ist ja auch ein sehr revolutionäres Thema. Ausgelöst wurde das Interesse daran an Gerhard Hauptmanns Drama Die Weber. Was sie sah auf einer der ersten Vorstellungen oder überhaupt der Premiere, weiß ich jetzt nicht genau. Und sie war begeistert. Das hat mitgerissen. Sie war jung, da waren wir alle so raus auf die Barrikade so ungefähr. Ne? Und sie hat dann 5 Jahre, hat 5 Jahre daran hart gearbeitet und gerungen. Und das kann man hier auch ablesen. Also anfänglich auch noch mit Anklängen an den Jugendstil und von Max Klinger beeinflusst. Ja. Bis sie das dann auch abgelehnt hat und rausgenommen hat. Ne? Und ihre eigene Bildsprache entwickelt hatte. Das ist Schulbuch DDR gewesen. Genau. Damit bin ich groß geworden. Ich glaube, da dürfte jeder DDR-Schüler mal gesehen. Ja, das auch. Lieber. Das hier. Ich habe das sogar abgezeichnet. Das ich habe auch eine Zeichnung davon zu Hause. Ja. Das fanden wir wahrscheinlich damals alle schon. Ich kann dir sagen, die Sense ist mir noch in Erinnerung.
Oder was ist, ich war auf der Hauptschule gewesen. Und selbst daran kann ich mich erinnern, einmal hatten wir dieses Bild auch. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wer, ich glaube, war im Kunstunterricht oder wie man das damals nannte, aber da kann ich mich noch gut dran erinnern. Also das denke, es war nicht nur in der DDR in Schulbüchern. Nee. Irgendjemand macht, glaube ich, dazu jetzt auch eine Ausstellung, wie es im Osten und Westen in den Büchern schreibt. Und auch mit einem Schlag gehörte ich in die Reihe der ersten Künstler. War wahrscheinlich auch nicht einfach zu verkraften, so von 0 auf 100. Aber sie hat das gemeistert mit einem ständigen Arbeiten. Und sie hat also ständig gezeichnet, überall, wo sie stand. Und deshalb ist ihr Werk auch im Leib und unglaublich reich. Also eine Unmenge an Zeichnungen, Zustände von Drucken, bis sie zufrieden war, dann mit dem Ergebnis für einen Platz. Kann man denn sagen, dass jemand jetzt entdeckt hat oder dass sie Förder gehabt hat? Gab es ja, also da kommen wir vielleicht auch nach Dresden. Ach so. Ja, und zwar Max Leers, das war der Leiter des Dresdner damals noch königlichen Kupferstichkabinettes. Er hat den Weber-Zyklus sofort eingekauft und auch noch hat sich dann bemüht, alles, was sie schon produziert hatte, sofort zu kaufen für das Dresdner Kabinett. Deshalb haben die Dresdner auch einen der größten frühen Werkbestände, eine der größten Sammlungen von Käthe Kollwitz. Und das ist nie abgerissen eigentlich. Aber Max Leers war einer der großen Förderer, der auch dann, das führte dazu, dass dann auch die Berliner gesagt haben, okay, wir sammeln auch Kollwitzes Kabinett. Ja. Und in der Familie ist doch auch interessant, dass der Vater sie gefördert hat und ihr den Kunstunterricht privat bezahlt hat, weil sie an der Kunstakademie nicht lehren durfte. Und ihr Mann hat sie auch immer gefördert. Also obwohl zu der Zeit. Ne? Also, er war berufstätig und sie auch. Naja, aber auch lieber mein Menzel, das sind Leute, die mit ihr bekannt waren und sie war anerkannt. Ja. Also das durch ihre große zeichnerische Kunst und dann auch die Druckgrafik. Das hat sich ja dann fortgesetzt. Hier sind wir sozusagen in einer nächsten Epoche gelandet, der nächste große Zyklus. Also am Anfang war das ihr noch nicht klar, dass sie immer wieder Zyklen arbeiten würde, aber hier haben wir eben nun den zweiten in den 1907-8er Jahren hergestellt oder entwickelt über den Bauernkrieg. Also wieder ein historisierendes Thema, wieder das Thema Kampf und die Folgen. Und das sind recht unterschiedliche Blätter von der Technik her gesehen. Auch da entwickelt sie sich weiter von der Lithografie hin mehr in die Perfektion der Radierung. Das war ein stetes Ringen um ihre eigene Qualität. Und dazu kommt, dass sie sich ständig auch vergewissert, Selbstvergewisserung in Form von Selbstbildnissen. Das ist auch über ihr ganzes Leben zu verfolgen, dass sie immer wieder sich selbst prüfend darstellt. Das ist auch in jedem Raum ein Selbstbildnis zu sehen bei uns. Also Sie würden auch sagen, sie ist Autodidaktin und die sich auch nein? Nee. Also sie ging ja auf die Künstlerinnenschule in Berlin und hat auch in München studiert, an der Kunstakademie, was natürlich damals noch ungewöhnlich war für Frauen. Also es gab aber schon einige Möglichkeiten. Und dieses Studium hat ihr schon eine professionelle Ausbildung geboten. Und das war auch nicht mehr sozusagen ungewöhnlich, würden Sie sagen. Doch, ich denke schon. Also so viele waren das nicht. Aber es gab natürlich schon Frauen, die in der Akademie. Also eine Künstlerinnenschule war natürlich nur für Frauen. Ja, ja. Und in den Frauenschulen in der Akademie in München auch. Mhm. Sie wird dann später auch Lehrerin an der Berliner Künstlerinnenschule, wird die Zeichenklasse übernehmen und dann selber tätig. Mhm. Ist einer der ersten, der auf den Fall gefallen ist, das ist vielleicht bekannt und das stürzte natürlich in eine
neue Konfliktlage, ein höheres Niveau. Auch das liest man dann in den Tagebüchern, dieses zerfleischende Auseinandersetzen mit dem Verlust des Kindes und ist dann nur in der Mitschuld. Hätte sie ihn nicht gehen lassen dürfen und der Vater wollte nicht und sie hat noch gesagt, ja, lass ihn doch gehen. Das hat sie über Jahre zutiefst beschäftigt und sicherlich auch dann. Also es wächst wieder etwas Neues in künstlerischer Hinsicht heraus, aber je älter man selber wird, umso mehr kann man den Schmerz dann des Verlustes auch verstehen, was sie da empfunden hat. Und ihre Auseinandersetzung mit dem Thema Tod und Krieg, auch das sehen wir jetzt hier wieder in einer Folge. Dazwischen liegen natürlich auch solche Blätter wie das Gedenkblatt für Liebknechte bei Ihnen, für die Ermordung Liebknechts, den sie am Totenbett zeichnet, erst und dann dieses Blatt herausbringt, aber eben, wie gesagt, auch immer wieder das Thema Tod und Krieg. Und das Spitzenwerk ist natürlich dann am Ende dieser fast 20-jährigen Auseinandersetzung, 10-jährigen Auseinandersetzung mit dem Thema Verlust, das Elterndenkmal in Flandern auf dem Soldatenfriedhof, wo ihr Sohn dann begraben wird. Liegt. Das ist leider natürlich nicht hier reinzubringen in solche Räume, deswegen haben wir diese Dokumentation in unseren Vitrinen und Schiebern dann zum Nachlesen. Ja, ich wollte eigentlich kurz schieben. Bitte, ja. Das hat sie natürlich auch in Bedrängnis gebracht, dass sie Liebknecht gezeichnet hat. Denn nächstes Jahr ist sie dann eine Anhängerin von Liebknecht und Kommunisten. Und sie musste sich rechtfertigen. Habe ich nicht das Recht, das künstlerische Recht, mich damit auseinanderzusetzen? Und ja, das sind Fragen, die uns heute ja immer noch bewegen. Ne? Was darf man, wo kommt man gleich in die falsche Ecke, wird irgendwo hingeschoben, wo man gar nicht sich selber sieht? Und dann ist das immer aktuell, auch das Werk, was wir hier vor uns haben. Es gibt so viele Züge zu unseren heutigen Zeiten. Wie alt war sie da? Sie ist 1867 geboren, also nicht, über 50. Und Geburtstag gab es dann die erste große Werkschau. Ich muss jetzt überlegen, wo wir gerade sind zeitlich, aber das spielt jetzt vielleicht auch nicht die Rolle. Aber interessant ist es trotzdem, dass es also eine ganze Weile gedauert hat, obwohl sie so bekannt war, dass sie mal eine Gesamtschau bekommen hat. Und dann kommen ja im Prinzip schon die Jahre hin eben zum Nationalsozialismus, wo sie dann ein Arbeitsverbot bekam. Das war natürlich das Bitterste, was ihr dann noch passieren konnte. Das ist auch, dass ich erst in die erste Reihe gezählt wurde der Künstlerschaft und nun auf einmal habe ich zu schweigen. Und das hat ihr stark zugesetzt, mehr als sie selber auch das so erwartet hatte erst. Und gut, sie ist nun auch nicht mehr, kommt noch in den späteren Jahren zu der Auffassung, dass sie jetzt eigentlich alles getan hat, alles gezeichnet hat, alle ihre Themen abgearbeitet hat. Aber ein großes Thema war natürlich jetzt der Einstieg in die Plastik gewesen, ne, in den späteren Jahren. Und das Eindrücklichste ist natürlich der Soldatenfriedhof, die Trauernden, Vater und Mutter. Aber auch, finde ich persönlich, was wir jetzt in der Alten Wache in Berlin stehen haben, ne, die trauernde Mutter. Da ist das, was in der Wache steht, ist das Original oder ist das? Das ist ein vergrößerter Abguss. Also eigentlich, das Original ist ja ungefähr nur so. Und das steht aber in Köln, ne? Oder wo steht? Nein, es gibt sicher mehrere Ausgüsse davon. Ich weiß jetzt nicht, ob er in Berlin, ne? Köln oder wirklich. Gibt es den Friedhof noch? Ja, den gibt es noch. Und die Figuren stehen auch dort. Ah ja. Und Abgüsse davon in St. Alban in Köln. Also ja, genau. Friedhof, da stehen sie auch. Aber also die kenne ich, aber ich wusste nicht, ob es den Friedhof gibt. Die stehen noch, ganz unscheinbar, ganz klein, wenn man über den großen Friedhof, wir waren vor wann auch, vor Jahren waren wir dort. Ja. Da steht dort und am Ende sind es genau. Ganz beeindruckend. Ja.
als sie hier gelebt hat. Sie ist also am 20. Juli 1944 ist sie hierher gekommen. Und Lutz Ars Heinrich hatte diesen Balkon für sie renovieren lassen, anbauen lassen, dass sie eben, weil sie schon schlecht zu Fuß war, wenigstens noch raus an die Luft kann. Ja. Und sie hatte also diese beiden Räume hier. Und beschreibt das auch. Und hier sehen Sie ein Foto, wie sie auf dem Balkon sitzt. Mhm. Das ist natürlich ganz schön. Ist sie hier reingekommen? An der Tür? Vermutlich, ja, das ist ja. Nämlich an. Ja, ja. So was war hier? Genau. Wissen. Naja, es war ein zwei Räume war. Es waren zwei Räume und in jedem Raum war auch eine Schlafmöglichkeit, ja. Weil es kam ja auch dann Betreuung mit. Ihre Enkeltöchter waren ja zeitweise zumindest hier, so. Um sie zu pflegen. Ja. Und da wohnte dann einer hier und Käthe Kollwitz hier im nächsten, ja. Im eigentlichen Sterbezimmer. Ja. Ja. Das ist ein sehr eindringliches, ja. Ein sehr privates Foto, fast kurz vorwurfsvoll, aber ist ja auch gerechtfertigt. Gegen Kriegsende, sie hat sich übrigens nie geäußert, nicht mal über die Bombardierung Dresdens, das muss sie ja miterlebt haben, von hier ist ja nicht weit. Aber das taucht nicht mehr auf in ihren Schreiben und Briefen. Eigentlich sind es dann nur noch Briefe, was sie dann von Moritzburg verschickt und einige Postkarten, wo sie sich äußert, was sie so macht. Und viel hat sie nicht mehr gemacht. Sie wurde noch angeregt, etwas künstlerisch zu arbeiten von ihrer Enkeltochter. Ein Schluck Kaffee gegen eine Zeichnung. Aber das ist zumindest nichts bekannt. Wir haben auch nichts so gefunden. Nee. Nee. Ja, aber sie war jetzt ein reichlich, was sie da haben. Größtenteils, ja. Ja. Also sie litt an Gina Pectoris. Aber manche Briefe zum Ende hin, da sagt sie ja dann auch, mein Kopf wird so kodderig und manchmal weiß sie nicht mehr so richtig. Also es gab wahrscheinlich Phasen, wo es nicht mehr so richtig funktionierte, aber im Wesentlichen doch bis zum Schluss. Und sagt auch die Enkeltochter, die lebt ja noch in Köln, ja. Die wird jetzt 100, die also war ja oft hier, die hat gesagt, dass sie noch sehr energisch war. Als sie wenn sie da ihren Stock war, und dann wurde Stock hat Stock sie geklopft. Wollte. Frau Wohlke hat gesagt, das war nicht immer lustig, die Großmutter gestampft hat. Wurde sie dann gewaschen, ja, also wirklich, wie man eben eine Pflege macht. Es gab die Frau Dr. Berger, es gibt Essen wurde Filme gebracht, teilweise wurde unten gekocht, aber es gab auch also vom Schloss, also der Ernst Heinrich hat dann seine Söhne losgeschickt, die waren ja damals auch 16, 17 Jahre alt und die mussten dann das Essen herbringen, wenn er was hatte, oder ein Weihnachtsbäumchen hat er geschickt und war dann wohl auch ab und zu hier, um mit ihr die Grafik machen, durchzugucken. Und das Interessante, was wir eben erst vor kurzem herausgefunden haben, war, dass Ernst Heinrich offensichtlich also schon 1943 Vorkehrungen mit ihr getätigt hat, eine Vereinbarung abgeschlossen hat, dass er gegen Kriegsende, also 43 muss man ja sagen, dass er die Grafiken von ihr mitnimmt. Also er hat auch Mappenwerke mit hunderten Werken hier aufbewahrt im Schloss, genauso wie für Max Pechstein das Werkverzeichnis, hat er aufbewahrt und hat gesagt, wenn ich gegen Kriegsende nach Sigmaringen gehe, nach Süddeutschland, nehme ich das mit. Also musste dem damals schon klar gewesen sein, wie der Krieg verläuft. Das hat mich sehr überrascht, dass man das schon so vereinbart hat. Und so ist es dann auch gekommen. Also er hat das, was hier lagerte, mitgenommen und auch der Familie dann später wieder übergeben können. Mhm. Bei Pechstein war es weniger glücklich, weil er das nicht mitgenommen wurde auf der Flucht nach Süddeutschland. Es verblieb hier im Schloss und ist größtenteils zerstört. Ja, das fand ich überraschend, dass man... Dass er schon so weitblickend war, auch mit Hans Kollwitz zusammen wurde, das alles schon vereinbart und vorbereitet. Wenn Sie jetzt sozusagen so die ganze Geschichte sich anschauen, wo glauben Sie, wissen Sie am wenigsten von
Käthe Kollwitz, wo ist das, wo könnte man noch was entdecken? Also jetzt unabhängig von Ihrem künstlerischen Werk, sondern von Ihrer Geschichte, von Ihrem Denken, gibt es irgendwie aus Ihrer Sicht Lücken, die wir heute noch nicht kennen? Ich denke, was interessant wäre, wäre noch ein bisschen im Blick auf Ihr familiäres Umfeld. Da waren ja auch andere Familienmitglieder von Ihrer Schwesterseite, die Lise Stern. Sie war verheiratet mit einem Juden und ihre Tochter war Katha Stern, eine Tänzerin, die auch mit ihr in Moritzburg war, eine Zeit lang. Also da, und über diese Familie wissen wir noch recht wenig. Ja. Da ist noch Bedarf eigentlich. Ansonsten, naja, wir wissen auch wenig über die Zeit hier, das muss man schon sagen. Es gibt wenig Aufzeichnungen. Es war eine recht undokumentierte Zeit und man weiß nur einiges von Berichten von Leuten, die sie hier besucht haben oder dann eben ein paar Briefe geschrieben haben. Da könnte man gerne mehr wissen. Ja. Und Lise war auch die Lieblingsschwester, oder? Ja. Also Schwestern hatte sie? Inniges Verhältnis. Zwei. Ja, okay. Hat dann ja auch vier sein können. Und ja, insgesamt fünf Kinder, oder? Kinder? Also sie und ihre Geschwister? Ich denke vier. Sie hatte eine Mutter und zwei Schwestern. Ah ja. Ich mich jetzt nicht auch. Ja, dann gehen wir doch in den letzten Raum. Ja. Da ist erstmal noch so ein Stoppschild. Ja. Vorher und auch Kaffee und alles, was hier so liegen. Sie sehen, das hatte mit Käthe Kollwitz wahrscheinlich gar nichts zu tun. Das war Ernst Heinrich, der das Schloss mit seinen Möbeln, der vom Schloss aus mit seinen Möbeln hier ausstattete, bis hin zum Bett, in dem sie dann tatsächlich gestorben ist. Und ich kann jetzt auch herausstellen, das haben wir ja noch auf dem Schlossfundes, dass das auch das Sterbebett von König Georg war, Georg von Sachsen. Also das sind schon mehrere gestorben. Das war bewusst jetzt so gemacht, dass wir sagen, wir machen diesen Raum als einen anderen Gedenkraum, nicht mit der originalen Einrichtung und haben einige Devotionalien bekommen von der Familie Kollwitz, wie zum Beispiel hier diese Brosche, die Lieblingsbrosche, und mal ein Faksimile eines Tagebuchs, letzten Tagebuchs. Und auch die Goethe-Maske, die sie mit hier in Moritzburg hatte und wo sie schreibt, Goethe hat mich ja auch ein Leben lang nicht verlassen, die sie dann gestreichelt hatte, wenn sie ins Bett ging. Und mit ihm war sie also auch sehr, sehr eng verbunden. Aus welchem Jahr ist das? Geht jetzt nur die Monate? Oder? Muss ich passen? Güte. Nee, ist okay, ist okay. Aber ich denke, das ist das letzte Tag. Hatte sie eine Brille? Hatte sie Augenprobleme? Wissen Sie aber nicht. Ja, nee, ich weiß ja nicht. So klein geschrieben, da wird sie wohl gute Augen haben. Ja, eben, das ist ja mein Problem. Naja, nur werden Sie vielleicht noch Fragen haben zur aktuellen Situation dieser Gedenkstätte. Das erinnert ja, wenn ich das mal, das erinnert ja am stärksten an die Mutter mit den toten Zeugen. Ja. Ja, also für mich, jedenfalls das ist. Ja, den gibt es mit in Moritzburg. Das sieht man hier auf dem Bild und auf dem Schrank steht, da gibt es dafür und auf der Kommode die Mutter mit dem Kind, die quasi dort sehen. Das sind jetzt aber, das ist jetzt eine Leihgabe mit dem Original von der Familie. Das ist nicht das gleiche Stück. Nee. Ja. Ich bin mal in euren Händen, ob wir unten noch mal was raushören. Die können wir doch gerne jetzt sagen. Wir haben ja hören, wenn ich alle in meinen Beutel fasse. Wir können dann ja zusammenfinden. Ja, das wäre doch schön. Im letzten Raum haben wir dann einen Film, den sich Besucher angucken können. Über Leben und Werk. Das SFB hat, ich glaube, 88 oder 87 einen Film über die Kollwitz in Moritzburg gedreht und hat damals den Totengräber, die Ärzte, die Vater Dr. Berger interviewt. Und den dürfen wir zeigen, der ist ein bisschen aufgearbeitet noch und den kann man sich ja angucken. Da sind Bewohner des Hauses dann nochmal befragt und so. Das ist ein sehr schöner Querschnitt von dem Leben in Moritzburg. Aber eben, wie du sagst, nicht in die Tiefe. Das sind nur Momentaufnahmen. Der Totengräber hatte null Beziehung zur Kollwitz. Der wusste nicht, wen er begräbt. Aber er hat sich eben daran erinnert und
die Frau Dr. Werger oder die Predigt vom Pfarrer Seib. Ja. Das stimmt, es wussten also nur wenige in Moritzburg damals, wer sich hier auswählt. Ich glaube, die Schlossverwalterin hat sich sehr dafür eingesetzt. Die Schlossverwalterin war die eigentliche Kontaktvermittlerin. Ja. Sie war also in Berlin davor, bevor sie zu Ernst Heinrich in Dienst kam, war sie in einer Zeitung angestellt. Und die wiederum hatten Kontakt auch mit der Remsmar Stiftung in Hamburg und haben das dann, der Remsmar wollte unterstützen und die Frau wollte eine Wohnung für Kollwitz suchen. Ne? Und da war aber schon alles passiert, da war sie dann schon in der Moritzburg eingeladen. Ja, danke.